Hier gibt es gerade ein paar Probleme. Also ich wollte ja heute streamen und habe mich auch schon seit über einem Jahr auf das Spiel Death Stranding gefreut. Ja, es funktioniert aber mit dem OBS nicht und das regt mich gerade so unfassbar auf, dass ich jetzt einfach mal die Elgato abschließe. Die gebe ich dann dem Seib. Da kann er seine Spiele darüber streamen. Ich kann im Gegenzug dass ich halt echt mir nicht mehr zu helfen weiß, ne? Und da würde ich sagen, ich verkaufe das Spiel wieder, dann warte ich bis zum Sommer, bis es auf dem PC rauskommt. Und was ich jetzt mit der PS4 mache, das ist schon lange fällig, weil dieses Teil kotzt mich gerade einfach nur an. So. Also das macht mich einfach nur so extrem wütend. Ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen, wirklich mit der PS4, also mit der Elgato und so ordentlich zu streamen. Das OBS erkennt es einfach nicht. Ich habe hier gerade eine Dreiviertelstunde, eine Stunde dran getüftelt und ich habe einfach so die Schnauze voll von diesem Dreck. Wirklich. Nein, ich verkaufe das Spiel einfach und dann habe ich meine Ruhe. Da muss ich mich nie wieder mit dieser Technik rumplagen. Und ich habe einfach meine scheiß Ruhe im Kopf vor diesem Dreck. So. Okay. Gut. Die PS4 ist noch nicht ganz. Die ist noch ganz. Die kriegen wir noch tot. So. Nee, die ist nicht mehr ganz, aber die ist noch in so einem Zustand, wo die mir. Die sieht mir einfach nur noch zu gut aus. Dieses Drecksteil. 4 Jahre und jetzt endet unser Weg. Dieses Scheißspiel. Dieser Dreck. So, jetzt funktioniert bei Instagram wieder die Blitzlichtfunktion nicht. Alter, ihr seid die allergrößten. Nee, es ist, nee, ich lasse einfach. Junge, jetzt funktioniert einfach das Blitzlicht nicht bei Instagram. So, Alter. Alter, man wird einfach nur noch wütend bei dieser Scheißtechnik heutzutage! Oh, Alter. Junge, Alter, nee, Alter, dieses Drecks Instagram, diese Drecks Elgato, dieses, nee, ich, Junge. Vor allem, als ich erfahren habe, dass Death Stranding ein PS4-Exklusivtitel wird, habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt muss ich mich wieder mit dieser ekelhaften Elgato-Thematik auseinandersetzen. Mal gucken, ob es funktioniert. Und wie ist es geendet? Ich muss mich einfach nur beherrschen, dass ich nie alles auseinanderkloppe. Aber ich habe einfach keine Lust, mich zu beherrschen, Mann. Diese Dreckstechnik, sie regt mich einfach so verdammt auf, Alter! Fick dich doch! Ey, ich gebe auch einen Fick auf die PS5, Alter. Diese Schwanzlutscher, die werden mich nicht dazu bringen, dass ich jemals in meinem Leben wieder Geld für Elgato ausgebe, Alter. Und mich mit diesen Dreck auseinandersetzen muss, Alter! Fickt euch! Ihr könnt euch sowas von ficken, Alter! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht! Alter! Junge! Nee. Ich werde nur noch auf dem PC spielen und wenn es Exklusivtitel gibt und das sonst wie gehypt wird und ich mich sonst wie drauf freue, es ist mir scheißegal, ich warte bis auf dem PC rauskommt. Nee, nee. Mit so einer Scheiße setze ich mich nie wieder in meinem Leben auseinander. Mit so einer verfickten Scheiße, die einfach nur Nerven kostet.